Wenn ein Virus den Körper befällt, wird der Körper dadurch geschwächt und somit anfälliger für weitere Krankheiten oder Ansteckungen. Hierbei ist es nicht unbedingt ausschlaggebend, wie stark das Virus ist, sondern vielmehr, wie stark bzw. schwach das Immunsystem arbeitet. Gleicherweise auch der Verstand. Ist der Verstand aufgrund einer mangelhaften Bildung eingeschränkt? So wird er für die Aufnahme falscher Informationen und zerstörender Gedanken anfällig sein. Genauso unsere Seele. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt sie und ist in der Lage, sie zu versorgen. Wenn die Seele also erschöpft ist, wird sie anfällig sein für starke Einflüsterungen vom Shaitan. Es ist also nicht davon abhängig, wie groß und schwer die Einflüsterungen sind, sondern vielmehr, wie stark das Abwehrsystem der Seele dagegen ankämpfen kann. Ist die Seele geschwächt, so wird jeder Traum, jede Sorge, jeder negative Gedanke einen sehr starken Einfluss auf den Menschen haben. Nicht, weil die Einflüsse widerstandslos sind, sondern weil die Immunität dieses Menschen dagegen schwach ist und er dem somit nicht standhalten kann. Eine empfindliche Seele macht sich bemerkbar, indem jedes kleinste Problem diese Person zugrunde führen kann. Der Scheitan arbeitet beharrsam daran, deine Seele mit Einflüsterungen zu zerstören, sodass sie in einen beängstigenden und bedrückten Zustand versetzt wird. Dies wird uns durch die folgende Verse aus dem Koran verdeutlicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha'. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Daraus wird ersichtlich, dass der Shaitan stetig versucht, uns in eine Bedrängnis zu versetzen, sodass du immer mit Unsicherheiten und Ängsten zu kämpfen hast. Du hast Angst davor, deine Meinung frei zu äußern, weil du dir Sorgen machst, was die anderen über dich denken, oder dass sie sich lustig über dich machen. Du hast Angst davor, an einer Prüfung teilzunehmen, weil du dir die Sorgen machst, eventuell nicht ausreichend gelernt zu haben und somit durchzufallen. Du hast Angst davor, eine neue Arbeit anzugehen, weil du dir Sorgen machst, dass du dich nicht ansprechend genug präsentieren wirst. Du hast Angst davor, etwas Neues in deinem Leben auszuprobieren, weil du dir Sorgen machst, keinen Erfolg dabei zu haben oder möglicherweise zu scheitern. Führt man sich die eben genannten Beispiele vor Augen, so wird klar, dass die Situationen alltäglich sind und jeder Mensch mit derartigen Ängsten bzw. Einflüsterungen ständig konfrontiert wird. Genau diese inneren Auseinandersetzungen formen deine Persönlichkeit, denn sie ermöglichen dir, an neuen Erfahrungen im Leben zu wachsen. Sprich, wenn der Mensch eine geschwächte Seele hat, eine Seele, die gegenüber neuen Herausforderungen nicht immun ist, so wird der Mensch sich nicht trauen, einen neuen bzw. für ihn unbekannten Schritte anzugehen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns: Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Nun stellt sich folgende Frage: Wie kann ich meine Seele davor bewahren, nicht von den Einflüsterungen des Shaitan überwältigt zu werden? Erstens, das Verrichten der 5 Gebete. Das tägliche Gebet stellt eine Zeit dar, in der sich die Seele erholen und stärken kann. Es ist die Zeit, in der man neue Kraft bei Allah subhanahu wa ta'ala tankt, eine Zeit,
in der man sich eine gewisse Immunität gegen Einflüsterungen des Shaitan aneignet. Zweitens, das Gedenken Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Drittens, das Helfen anderer Mitmenschen. Dieser Punkt trägt ein Geheimnis mit sich. Jeder von euch, der dieses Geheimnis einmal gekostet hat, weiß, welch erleichternd und befreienden Effekt dieser Punkt auf die eigene Seele hat. Jeder, der einmal einen Armen gespeist hat oder einem Bedürftigen behilflich war, kennt dieses Gefühl der Erleichterung, welches durch das Lächeln und den Dank, mit dem man durch die Tat entgegnet wird, entsteht. Dies ist das Geheimnis. Das Geheimnis, seine eigene Seele zu schützen und zu entlasten, indem man anderen Seelen eine Last nimmt. Daher heißt es, Da'u mardakum bis-sadaqat. Heilt eure Kranken mit der Spende. Aus diesen genannten Aspekten wird also deutlich, wie wichtig es ist, eine gewisse Immunität der Seele zu erlangen, um in einem Leben voller Herausforderungen trotzdem noch Ruhe und Energie beizubehalten.